Der Inbegriff von Luxus. Als kleiner Junge habe ich, sobald ich in ein Hotel eingecheckt bin, wenn wir Urlaub gemacht haben, zunächst einmal dieses Menü gesucht, in dem die Minibarpreise und der Roomservice stand. Dann habe ich gefühlt alles auswendig gelernt und mir vorgestellt, wie das wohl wäre, das alles zu bestellen. Natürlich durfte ich nichts bestellen, weil ich meine, ich war ein Kind und hätte meinen eigenen Kindern auch einen Vogel gezeigt, wenn die mir irgendwie die Karte runter bestellt hätten. Aber der große Max hat einen Food Channel und ich bin heute in einem der luxuriösesten Hotels in München, um mir einfach zu bestellen, worauf ich Lust habe. 5-Sterne-Hotel, Roomservice, let's go. Tatsächlich haben wir uns für genau dieses Hotel entschieden, wegen des Roomservice. Ich habe ein bisschen geschaut online, wo es gut aussieht und hier sah es wirklich brutal aus. Ich muss sagen, das war aber auch das Einzige, was mich wirklich umgehauen hat. Es war nämlich echt teuer, hier eine Nacht zu buchen. Ansonsten, die Zimmer sind relativ unspektakulär. Man merkt auf jeden Fall Top-Ausstattung. Sehr schön, aber nicht so außerordentlich extravagant oder irgendwas. 5 Sterne müssen irgendwo herkommen und ich glaube, das hat viel mit der Küche zu tun. Ich habe hier, nicht wie ich es früher als Kind immer geträumt habe, einen schönen Umschlag in Leder gebunden, sondern einen QR-Code. Den werden wir jetzt gemeinsam scannen. Und wir sehen schon, es gibt 2 Karten. Eine, die 24/7 verfügbar ist. Das heißt, ich könnte auch mitten in der Nacht eine deftige Gulaschsuppe oder eine bayerische Brotzeit bestellen. Und eine, die bis 22 Uhr quasi mit dem Restaurant zumacht. Tatsächlich ist das die Karte, auf die ich verstärkt gucken möchte, weil ich glaube, die ist krass. Also Leute, lasst uns den Hörer in die Hand nehmen und einfach die Bestellung abgeben. Das klingelt irgendwie die ganze Zeit nur durch. 1, 0, 1. Wie wählt man denn? Hier. Wir müssen hier auflegen. Wir müssen erstmal herausfinden, wie man dieses scheiß Telefon benutzt. Wie kann das sein, dass dieses Telefon nicht funktioniert? Ich weiß auch nicht. Ich will einfach nur essen. Ich glaube, das Telefon funktioniert nicht. Guten Abend, hallo. Ich würde gerne etwas bestellen aufs Zimmer. Bisschen mehr, also mit Vorspeise, Hauptspeise. Super, dann hätte ich gerne einmal das ofenwarme Sauerteigbrot, die Kohlrabi-Spaghetti Asia-Style. Ach so, das ist eine alte Karte. Oh, was ist jetzt? Ich hab noch nicht aufgelegt. Das ist eine alte Karte. Digga, die haben extra online diese Karte. Das ist jetzt einfach eine alte. Servus. Dankeschön. Gerne. The Lewis Grill Room. Hört, hört. Eine silbergetäfelte Karte. Sommerlicher Blattsalat mit Apfeldressing. Geschmorter Pulpo. Büffelmilchburrata. Warmes Sauerteigbrot der Boulangerie Dompierre. Okay, das ist schon mal geblieben. Mhm. Vom Grill. Bayerisches Rinderfilet, Almox-Entrecote, Kalbsfilet, Lammrücken im Kräutermantel, Black Tiger Garnelen, bayerische Lachsforelle. Man muss schon sagen, die Karte lässt sich wirklich lesen wie ein Gedicht. Ja, also es ist vor allem fast, also es ist eigentlich nichts dabei, wo ich sagen würde, das ist nicht ansprechend. Mhm. Hör bitte einfach mal nur. Werderfelser Lammrücken im Kräutermantel mit Aquarello-Zitronen-Thymian-Risotto. Egal. Man denkt, man ist im 100 Euro. Man denkt, man ist im Sternerestaurant. Es sind, 5 Euro plus das sind 48 Euro. Ja, okay. Also fast. Und was wir noch brauchen, schauen wir jetzt. Ich habe die Bestellung parat. Das liest sich so gut, also wenn das Essen kommt und gut ist, dann habe ich alles vergessen. Und dann hätten wir gerne einmal den geschmorten Pulpo, Ceviche von der Gelbflossenmakrele, das Sauerteigbrot, Werderfelser Lammrücken im Kräutermantel, Aquarello-Zitronen-Thymian-Risotto, die Demi-Glace dazu gerne. Gerne einmal das Almox Entrecote 300 Gramm, Bio-Rosmarin-Wedges, ein Mini-Louis-Caesar-Salad. Als Soße dazu gerne die Nussbutter Hollandaise. Gerne Medium Rare. Wenn wir schon dabei sind, wir nehmen auch noch einmal die Tonkabohnen Creme Brûlée. Ja, dann haben wir alles einmal bestellt. Vielen Dank. Das war mal eine schwere Geburt. Ich fühle mich irgendwie so, als würde ich was Illegales machen. Boah, das sieht richtig gut aus. Wow. Hammer, vielen Dank. Danke schön. Cool. Danke. Ciao. Alter Schwede. So sehen 178 Euro in einem 5-Sterne-Hotel aus. Alter Schwede, guckt euch das bitte einfach einmal an, Leute. Wir haben hier die Rechnung 173,50 Euro, 5 Euro Roomcharge, also dafür, dass hier hochgebracht wurde. Und ich sag euch eins, ich weiß nicht, was es ist. Ist es dieser Wagen, der ins Zimmer geschoben wird? Ist es die Tatsache, dass ich einfach in meinem Hotelzimmer sitze und sage, hey, bringt mir bitte das aufs Zimmer. Irgendwas macht das hier 100-mal spektakulärer, als wenn ich im Restaurant sitzen würde. Ich weiß nicht, ob es ich bin, ob ihr denkt, ich bin verrückt. Vielleicht könnt ihr es teilen. Ein paar Sachen optisch. Erstmal, was für ein Eindruck. Seht ihr diese Vielfalt? Seht ihr diese
Farben, verschiedene Teller, verschiedene Formen. Richtig geil. Aber Demi-Glas fehlt, hatten wir bestellt. Dieses Steak hat nie im Leben 300 Gramm, also wirklich nie im Leben. Und wir haben ja ein größeres gewählt. Wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, es hat 250 Maximum, eher 200. Irgendwie ist das ein bisschen schade, dass die Portionen ein bisschen klein ausfallen hier oben auf dem Zimmer. Aber das so zu bekommen, ist natürlich ein Traum. Ich will nicht zu lange Zeit verlieren, sondern das Ganze probieren. Starten wir mit Ceviche. Auch hier wieder einfach schön Schwertfisch, Limetten, Yuzuge. Das sind wirklich Begriffe und Kombinationen, die man wirklich aus der Gourmet-Küche kennt. Und das einfach in sein Hotelzimmer gebracht zu bekommen, unglaublich, wenn es jetzt auch gut schmeckt. Der Fisch schmeckt wirklich frisch. Die Limette hat diesen Citrus-Punch, der von der Seite kommt. Eine absolut sommerliche Vorspeise. Boah, voll ausbalanciert, total frisch, also wirklich krank. Nehmen wir uns hier etwas von unserem lauwarmen Boutique oder wie hieß das? Boulangerie-Brot. Boulangerie-Sauerteig. Ja, französische Bäckerei, die uns ein schönes Sauerteigbrot backt, welches wirklich noch ein bisschen warm innen drin ist. Wir gehen hier einmal rein, nehmen das Ganze auf und probieren. Oder dieses Bild ist so surreal, Alter. Das sieht einfach so krass aus. Das Brot ist hammergeil. Mit 4,50 € das günstigste heute, aber sein Geld auf jeden Fall wert. Beim Roomservice kenne ich das eigentlich mit diesen Hauben. Ja, ja. Oder? Ja. Thema Wärme, so ein Steak. Yo, stimmt. Muss warm sein. Das muss warm sein. Ein guter Punkt. Wärmer wird es nicht, wenn wir länger warten. Ich nehme direkt mal vom Pulpo hier ein Stückchen. Auch hier, wie schon wieder so schön mit so gelen Soßen gearbeitet wird. Der hieß cremiger Pulpo und ihr wisst es vielleicht, Pulpo cremig zu bekommen ist nicht die einfachste Aufgabe der Welt. Guck mal, ob sie es geschafft haben. Also, das ist schon fast komisch, wie cremig der ist. Erstmal, der ist nicht mehr super warm, ne? Ich weiß nicht, ob er sein soll. Könnte eine kalte Vorspeise sein. Mhm. Aber, hä? Was ist das? Ich glaube, ich habe einmal so guten Pulpo gegessen, als mir Maximilian Lorenz, der Sternekoch, der auch schon häufiger auf dem Kanal zu Gast war, selbst höchstpersönlich in seiner Küche eingebraten hat. Jetzt esse ich ihn gerade in einem Hotelzimmer. Welches Risotto ist das nochmal? Kannst du es nicht nochmal vorlesen? Es ist nämlich nicht irgendein Risotto. Nein. Es ist das klassische Aquarello-Zitronen-Thymian-Risotto. Gehen wir rein. Eine leichte Haut obendrauf. Wer weiß, ob eine Haube das vielleicht verhindert hätte. Aber innen drin, wie? Wow. Aber richtig. Da ist richtig viel Käse drin. Ich probiere. Aquarello ist ein besonderer Risotto-Reis, der eine besonders hohe Güte hat. Ich dachte, es sei Käse, aus gutem Grund, weil das ist so unfassbar käsig. Das ist das erste Risotto, das mich an Käsespätzle erinnert. Boah, schmeckt verdammt lecker. Ist auch safe todesungesund. Erwartung übertroffen und verfehlt auf einmal. Schneiden wir einmal das Medium Rare Entrecote, welches 300 Gramm hat an. Angeblich. Ich wünsche, ich hätte eine Waage dabei, ne? Ich weil auch. Das ist so super schwer so zu behaupten, aber ja. Wir haben auch Steak. Aber man kann es ja, guck mal, man kann ja mal schauen, wie dünn das ist. Wenn jetzt die Garstufe nicht stimmt, bin ich wirklich enttäuscht. Dann ist es weniger und nicht richtig gegart. Medium Rare entscheiden wir gemeinsam. Ja, das sieht ja super ist aus. Ist ein schönes Medium Rare. Das sieht super aus. Ja. Guck mal, das hat so wenig Kruste. Ich glaube, dass sie das Sous Vide garen. Soll so sein. Hauptsache, es schmeckt gut. Gucken wir, ob es das tut. Es schmeckt nicht so super fleischig. Aber ne, also das geht wirklich schon ins Bitterliche, die Röster rum. Stand jetzt, sage ich euch ganz ehrlich, ist mir das Geld nicht wert. Das kostet nämlich 48,50 €, Leute. Niemals. Geht zum Metzger eures Vertrauens und grillt euch das beste Steak, das ihr im gesamten Jahr essen werdet. Ich habe jetzt echt schon mich darauf eingestellt, dass das hier so ein, so wir tanzen uns so durch perfekte Gerichte ist. Weil es hat mich auch direkt auch so ein bisschen auf so Sterneküche, Gourmetküche eingestimmt. Brauch wieder Pulpo. Ich will wieder eine Freude erleben. Kleine Erfrischung zwischendurch. Caesar Salad ist so auch auf der 24-7-Karte zu finden. Ich denke, der sitzt. Also Caesar Salad und Hotel. Ordentlich cremig. Sogar so ein paar getrocknete oder konfierte Tomaten mit dabei. Und auch vor allem orange getrocknete Tomaten. Was für mich so ein bisschen suggeriert, nicht gekauft oder zumindest nicht billig eingekauft. So, ne? Weil findest du sonst nicht. Der ist, was er sein soll. Das ist nicht, was es sein soll. Gucken wir, ob das Lamm eine bessere Fleischspeise ist. Kostet 43 €, Leute. 43 €. Das tut weh, Alter. Klassischer Mittelschnitt. Schöne Kruste. Schneidet sich butterweich. Tolle Farbe, ja. Die so ein bisschen in Richtung Darm geht, würde ich sagen. Lamm kann ja auch so wunderschön rosa sein. Probier erstmal so und dann mit unserer Hollandaise. Hier hast du eine schöne Charakteristik, das schmeckt mehr nach etwas. Oben ist fast wie eine Schwarte bei einem Krustenbraten. Das ist schon gut, aber das haut mich auch nicht aus den Socken. Digga, das ist halt auch einfach nicht das, was wir bestellt haben. Das sind keine 250 Gramm und das sind niemals 300. Das ist echt schade. Egal, rein in die Nussbutter Hollandaise. Ich glaube, die ist unfair. Das ist unfair. Hä,
hätten sie mal lieber die Soße gebracht, dann wäre das Steak vielleicht auch mal ein bisschen schön. Jo, das hätte wahrscheinlich so ein bisschen den Steak-Charakter hervorgehoben. Potato Wedge. Mmh. Die haben aber einen schönen Crunch, die sind richtig gut. Nochmal rein in die Nussbutter Hollandaise. Hoch. Das muss mir nochmal in die Augen rufen. Ohne dieses Video, wenn ich das hier gerade machen würde, würde ich mich wie der König der Welt fühlen. Mhm. So vor diesem Essen zu sitzen. Vor allem, Bro, stell dir mal dieses Szenario vor. Du mit deiner Freundin, du lässt so das Essen hier aufs Zimmer. Steht da auch noch so eine Flasche Champagne, ja, Jahrestag. Ihr schaut einen Film, ihr esst im Bett. So was gibt's Geileres, als so im Bett zu essen. So wenn ihr Fernsehen schauen wollt, dann hört man die Schranke auf. Es bleibt auch einfach eine außergewöhnliche Erfahrung. Auch wenn das ein bisschen getrübt hat, weil es halt einfach teuer war. Es darf und soll auch teuer sein. Wir sind im 5-Sterne-Hotel, es ist Fleisch, es darf seinen Preis haben. Bisschen schade, dass es zu wenig ist und es könnte noch perfekter sein. Fast alles andere hat mich richtig umgehauen. Wir essen das Ganze jetzt für uns auf in Ruhe, genießen den Moment ein bisschen. Zum Abschluss gibt es das Dessert und dann beantworte ich euch die Frage, ob ich das Ganze nochmal machen würde. €173,50. Immerhin kann ich sagen, Eric und ich sind beide pappsatt. Hui. Wer niest, der lügt. Wir sind hungrig. Ich kann wirklich sagen, Eric und ich sind pappsatt. Die Creme Brûlée, die ich vor mir habe, will ich trotzdem noch gerne probieren. Das Eis ist die ganze Zeit perfekt stehen geblieben. Komisch eigentlich, oder? Mhm. Also interessant. Ah, es ist auch viel mehr so ein Rhabarber-Schaum und so. Also es ist nicht ein klassisches Eis, aber sehr lecker. Hier haben wir so getrockneten Rhabarber und es ist super flambiert. Ist natürlich nicht mehr heiß, jetzt karamellisiert oben, aber klackt schön. Die Creme Brûlée selbst. Ultra cremig und der Tonka-Bohnen-Geschmack. Wenn man nicht weiß, wie Tonka-Bohnen schmeckt nach dieser Creme Brûlée, weiß man es. Sehr lecker, sehr cremig, ein schönes Dessert. Also, Leute, wir hatten Höhen, wir hatten Tiefen. Insgesamt ist das aber eine unglaubliche Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Wirklich, auch ohne Kamera, ohne alles. Ich finde es einfach besonders, so etwas machen zu können. Dafür bin ich wirklich happy. Das ist was ganz Besonderes, das ist was Einzigartiges, das ist vielleicht was Einmaliges. Die Sache ist folgende. Wenn man in einem teuren Hotel übernachtet, sowieso, und es einen guten Roomservice gibt, dann finde ich, kann man sich das auch einmal gönnen. Ich persönlich finde dieses Erlebnis so besonders. Das ist für mich irgendwie was ganz anderes als ein Restaurantbesuch, sodass ich es auch mit meiner Freundin, nicht nur mit dir, Eric, bestimmt nochmal machen würde, weil ich es einfach richtig besonders finde. Zur heutigen Bestellung, man hätte mit Sicherheit Sachen anders bestellen können. Ihr wisst selbst was, dann wäre man günstiger wegbekommen, wäre trotzdem satt und es wäre einfach ein besseres Gefühl, aber alles in allem bin ich glücklich. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Weiter geht's im nächsten Video hier aus München mit den Top Food Spots. Puh, das wird krass. Ich muss bis dahin wieder Hunger bekommen.